Berlin. Radio Berlin 88.8. Hey Music mit Jürgen Jürgens. Die Welt hinter Glas, gute gecheckt. Der Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Wir mittendrin. Und ich bring uns hin. Es ist so, dass immer wenn ich vor mir her singe und mir eine Idee rausrutscht, wo ich selber so merke, wow, das ist wie wenn du Radio hörst und denkst, oh, muss ich kurz mal lauter machen, was ist das? Das passiert dann in mir drin selbst und dann nehme ich das sofort als Sprachmemo auf mein Telefon auf und sammle die Ideen. Und dann höre ich sie so durch und das sind so Nonsens-Sachen, weißt du, so. Und allein daraus höre ich schon, das ist Englisch. Also total klar, vom Flow meiner Sprache ist es Englisch. Und genauso kann es sein, es klingt sowas wie du und ich hab gesehen, was du, ne? Und es halt heißt nichts, aber es ist das Wort du drin und gesehen und dann ist da auch der Flow drin. Und wenn ich mit Leuten dann an diesen Ideen arbeite, also ich treffe mich immer, ich schreibe die Songs tatsächlich alle selbst, aber immer mit jemandem als Spiegel, weil man da irgendwie schneller und sich besser fokussieren kann, dann gab es den Moment noch nie, dass er gesagt hat, weil mal die Idee klingt voll super, aber lass uns die doch auf Deutsch machen, weil das wäre auch voll schön. Sondern es war immer für alle klar, der Flow und ja, und die Wörter, die du da einbaust, die kann man auch tatsächlich wirklich verwenden. Und oft decken sie sich auch mit dem Inhalt dessen, was ich eigentlich gerne auch in der Nummer sagen will. Charlotte ist gerade so ein Song, wo ich so eine ganz aggressive Geschichte eingepackt habe zwischen zwei Menschen, die mir sehr nahe stehen, ein Pärchen, die sich mehr als alles andere unterscheiden und trotzdem sich total ineinander vernarrt hatten. Und es gab eine Wahnsinns-Zu- und Abneigung permanent. Und wir haben als Freunde dieses Hin und Her, on und off ständig mitbekommen. Das hat einen wirklich aggressiv gemacht. Das war auch lustig. Und dann habe ich gedacht, das passt. Besser als James Brown kann man es nicht einpacken, diese aggressive Art und diese mega kantige, schnelle Soul und so. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also da habe ich es ganz offen kommuniziert. Ich habe denen aber gar nicht die Wahl gelassen, weil die sind so gut befreundet. Die fanden das eigentlich total, also das war so eine Mischung zwischen völliger Aufregung, aber auch Stolz und gleichzeitig so, echt jetzt und so, wir kommen in der Nummer vor. Und ich habe das ja beim Bundeszwischenzug-Contest auch wirklich kommuniziert. Und der Name Charlotte ist auch ihr Name. Ne? Es ist jetzt auch kein Name. Eine Berühmtheit. Ne? Genau. Und deswegen war das voll in Ordnung. Aber wir haben ja auch, ich habe ja auf dem Album jetzt auch zum Beispiel so einen Song wie Hier bin ich Sohn. Und das ist ein Song, wo ich über den Inhalt gar nicht so spreche, weil wenn man den Song hört, weiß man, um was es geht. Aber da gab es tatsächlich innerhalb der Familie schon so Diskussionen, ob ich das überhaupt machen darf, soll oder sogar muss. Und das ist aber etwas, wo man irgendwann, und das ist erst in den letzten zwei, drei Jahren so aufgetaucht in mir. Ich wollte vorher nie irgendwelche komisch politischen Aussagen machen, wobei ich immer ein ganz klares Bild hatte und mich immer schon interessiert habe. Aber ich wollte mir das nicht anmaßen. Also, und ich wollte auch nicht so aussehen, als würde ich mit dem Fingerzeig irgendwas besprechen wollen oder jemandem vorsingen oder so. Das hat sich aber tatsächlich geändert. Also das ist, glaube ich, auch so ein natürlicher Prozess in einem drin, dass man irgendwann sagt, hey, jetzt nach 11 Jahren kann man auch sagen, oder auch vor allem dann mit 34 ist man dann nicht mehr so nach dem Abi direkt und würde gerne was sagen und denkt sich aber dann gleichzeitig, das war immer mein Gefühl, das ist eher peinlich oder so, weil die Leute, was glaubt er denn, wer er ist, dass er darüber singen kann, aber dann kommt das Gefühl irgendwann, ich muss es vielleicht machen. Und Hier bin ich so, und ist so eine Geschichte, wo ich der Beweggrund, das zu machen, weil es ist ja komplett konträr zu meinem Verhältnis, wie ich sonst mit meinem Privatleben umgehe. Und das ist ja so intim und so auch eine schwere Geschichte, dass es eigentlich verrückt ist, dann darüber zu singen. Aber es gibt so einen Moment, wo man seine Position manchmal vielleicht wichtiger findet, als dieser persönliche Drang, Klatsch und Tratsch zurückzulassen oder außen vor zu lassen. Und ich habe das in der Vergangenheit gemerkt, weil wir bei dem letzten Album Durcheinander einen Song hatten, der Durcheinander hieß. Und da ging es um schwere persönliche, das war nicht autobiografisch, aber eben ein Freund von mir und sehr nahestehende Leute, die in schwere Depressionen und psychische Krankheiten verfallen sind. Und dem Thema habe ich mich auch angenommen. Genauso wie ein Song mit Thomas D., wo wir über die gleichgeschlechtliche Liebe geschrieben haben, als Appell für Toleranz von jeglichen Minderheiten. Und das war halt auch ein Thema. Und ich habe immer gemerkt, wenn man solche Sachen anspricht, dann sind Leute im Publikum, die weinen. Die wirklich weinen. Und das ist nicht, warum man es macht, sondern man merkt dann, und das ist auch nach dem Konzert immer das Feedback,
dass die Leute nicht weinen, weil sie gar nicht traurig sind, sondern weil sie sich so krass erlöst oder so verstanden fühlen und man ihnen das Gefühl gibt, schau mal, man ist gar nicht allein mit dem Problem. Und auch die Leute da oben auf der Bühne oder im Fernsehen haben ihre eigenen schweren Schicksalsschläge, mit denen sie zurechtkommen müssen. Bestes Beispiel, Eric Clapton mit Tears in Heaven, als sein Sohn aus dem Fenster stürzte mit 3 Jahren, unvorstellbares Leid. Oder jemand wie Steve Jobs, der mit all seiner Innovation und seinem Einfluss und seinem Reichtum es nicht verhindern kann, viel zu früh zu sterben. Und das sind dann irgendwie so Sachen, die kommen raus und dann macht man es. Und dann ist es auch schön. Nach dem Sommerregen. Als ich den Song Hier bin ich Sohn geschrieben habe mit Yasmin Shakiri hier in Berlin und den Oja Tunes, da haben die das Playback dann mit mir zusammen erstellt und ich habe dann irgendwann gesagt, also wir müssten es ja jetzt eigentlich aufnehmen, aber ich kann es gut sein, dass ich es einfach nach dem dritten Satz aufhöre und ich es einfach nicht schaffe. Und ich habe es dann geschafft, es ging ein bisschen, und dann waren wir im Studio mit Andreas Herbig in Hamburg und haben diesen Titel dann tatsächlich produziert und auch da war es so, dass ich dachte, mal gucken, ob wir das irgendwie, ob das überhaupt klappt und ich bin jetzt, und es hat dann auch geklappt, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ah cool, dann werden wir den live spielen, weil das ist wirklich ein Titel im Vergleich zu Durcheinander oder Du bist zu sexy, den ich mit Thomas D. gemacht habe, wo ich wirklich nicht weiß, ob ich ihn live singen kann und auch genauso eben an Eric Clapton denken musste, wie kann der Mann über diesen wahnsinnigen Verlust singen und ich habe nie gedacht, dass er damit Profit machen will und das wird auch, habe ich auch nie als Vorwurf gehört. Aber wie kann man das? Und ich weiß nicht, ob ich es kann. Also wenn ich ein Kind verloren hätte, bin ich mir sicher, würde ich noch nicht mal mehr Musik machen können. Aber in dem Fall geht es dann noch und mal gucken, ob es eben live funktioniert. Also das war eine Geschichte, das ist auch ein Schwerpunkt des Albums und das ist auch, warum es Max, schlicht und ergreifend Max heißt. Und es heißt eben nicht Maximal, es ist keine Anlehnung an Maximum oder so, das ist die Gefahr bei dem Namen natürlich. Sondern ich habe an dem Album wirklich 4 Jahre gearbeitet und hatte schon relativ bald keine Lust mehr drauf, weil wenn du schon beim Songschreiben überlegst, läuft das Ding später im Radio, dann merkst du, dass es einfach echt scheiße ist. Das macht keinen Spaß und dann habe ich gedacht, ich muss mich aus diesem Korsett von dem Mainstream rauslösen und habe ja dieses Jazz-Album, mit dem ich ja vor 2,5 Jahren bei dir war, gemacht und dachte, das wird mich ablenken für ein paar Monate und rausholen aus diesem Stress und ich finanziere das selber und dann kann auch keiner mitreden, dann mache ich es alles selbst und dann werde ich das handbrennen und an Festivals schicken und die werden das alle dann cool finden und dann wird man das spielen und dass es aber nachher ein absoluter Mainstream-Erfolg war, also in einem gewissen Sinne, weil wir ein bisschen mehr Platten verkauft als mit den Platten davor. Ich habe weit über 200 Konzerte mit dem Album gespielt, in allen Konstellationen. Meine Woche sah dann wirklich so aus, das ist auch noch nicht mal jetzt irgendwie das Maximum gewesen, aber das gab es immer wieder. Donnerstag spielst du mit Klaus Doldinger auf einem Kulturfestival, am Freitag spielst du mit einem klassischen Ensemble in der Philharmonie in Essen, am nächsten Tag mit einer SWR Big Band, HR Big Band, wie auch immer, in einem großen Sendesaal und am letzten Tag mit einem Jazz-Trio im A-Train in Berlin, 2 Tage noch oder so. Das war meine Woche und das hat mich einfach unendlich hin und her geführt und wahnsinnig viel Erfahrung sammeln lassen im Live-Spiel und es hat mir alles Spaß gemacht. Das wurde mir aber zum Verhängnis, weil ich dachte mir, ey, nicht nur ich find's tierisch und die Musiker und das Publikum feiert, sondern auch die Rezension von jedem Konzert war so hochlobend immer, dass ich dachte, ist ja ganz egal, was ich mache. Wenn es mir Spaß macht und das Niveau stimmt, kann ich alles machen. Was soll denn dann mein neues Album sein? Was ist denn dann noch Max? Also was ist denn eigentlich übrig? Bin ich jetzt nur Interpret? Also so Live-Künstler oder habe ich auch noch irgendwas zu sagen? Oder stehe ich auch noch für irgendwas? Oder weicht sich das damit alles auf und wird beliebig oder so? Und das waren echt mehrere Monate, die ich damit verbracht habe, als ich meine fast knapp 30 Demo-Versionen in den letzten 4 Jahren auch hatte, einen Produzenten zu suchen. Und jeder Produzent, den ich angesprochen habe, hatte großen Respekt vor dem Jazz-Album und hat sich gefreut, dass ich mal wieder ein mainstreamiges Soul-Pop-Album machen will und hat sich immer als der Richtige dafür bezeichnet. Und als ich ihm die Demos dann vorgespielt hatte, war das ein dauernd wiederholendes Spiel. Ich habe dann erstmal 3 Wochen nichts mehr gehört von dem und irgendwann habe ich angerufen und dann war es immer eine Absage mit dem Ding. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ich habe diese Version angehört und ich finde keinen roten Faden und ich will die Verantwortung darüber nicht übernehmen, dir das Album zusammenzubauen. Und den Namen Andreas Herbig kenne ich, seit ich Musik mache,
in der Öffentlichkeit und immer mit dem Zusatz, vergiss den, weil der ist zu teuer, und arbeite nur mit den ganz Großen, also Udo Lindenberg, und alles, was an Hits irgendwie rauskommt, macht ja er, gefühlt. Und ich habe mir dann trotzdem aus Verzweiflung die Songs geschickt, weil das war echt, weil ich wusste tatsächlich nicht mehr wohin. Ich habe auch tatsächlich gedacht, ich schmeiß alles weg und mach irgendwas anderes. Also, Jazz, wieder Jazz. Nee, das habe ich mir auch komplett ausgeschlossen. Das war überhaupt nicht möglich. Das war alles klar. Nicht. Und dann habe ich tatsächlich mich mit ihm getroffen und ich dachte, er will mir ein paar Tipps geben. Und das Erste, was er sagt, ja, wenn wir das Album zusammen machen, ich habe deine Version gehört, dann müssen wir das irgendwie so und so machen. Und dann habe ich gedacht, du willst das Album machen? Also die Songs sind alle geil, wir müssen es nur schaffen. Er hat ein großes Potenzial einfach innerhalb des ganzen Projekts gesehen. Und das hat er sich nicht mehr nehmen lassen. Und das, wir haben uns dann getroffen im Studio und meine Idee war es dann, und ich glaube, das war der entscheidende Punkt an dem Album, eine Band reinzunehmen, die noch nie mit mir im Studio stand, noch nie auf der Bühne stand und vor allem nicht eines der Demo-Versionen gehört hat, weil ich dachte, dann sind die schon wieder vorgeprägt. Und habe ich mich vor die hingestellt, jeder war mikrofoniert und ich habe mich einfach hingestellt und habe gesungen. Und zwar habe mich dazu bewegt, so wie ich den Song empfinde. Mit welcher Energie ich den empfinde. Zum Beispiel I Owe You ist zum Beispiel. Wenn ich da nur singe, we started as two gamblers, sitting eye to eye, und du legst da Akkorde dazu, dann ist es eine ganz komische Ballade. Aber ich singe die halt so, started as two gamblers, mit so einer sehr aggressiven und Spannung, und also das ist halt quasi pulsiert. Und das Lustige ist, du sagst denen nicht, das ist eine pulsierende, spannende Nummer oder so, sondern die gucken dich an und der Pianist macht bum, bum, bam. Es spielt das so, anstatt dass er Akkorde legt. Und genauso, der Schlagzeuger spielt nicht Sch oder Sing Ding Ding oder so, sondern macht. Und das wird aus dieser Ballade wird was total Energiereiches. Und so haben wir jeden Song in 9 Tagen versucht rauszufinden, was die Energie von dem ist. Also in mir war es immer klar, aber dann die Interpretation rausgefunden. Und Andreas Herbig ist dann wirklich jemand, der die Begabung hat, von oben auf den Künstler zu gucken und nicht sein Ego nebendran zu sehen, sondern nur den Künstler. Und der hat dann wirklich in den ersten Sekunden der Entstehung des Songs gesagt, warte mal, mach's mal 2 Beats langsamer, das kriegt eine viel krassere Energie dann. Oder der 4. Akkord vor dem Refrain ist ihm zu poppig, da geht die Reibung raus, da muss mehr Reibung rein und so. Und dann fängt man das an auszutüfteln. Und der Effekt war dann dadurch, dass dieses Album eine totale Momentaufnahme wurde und selbst Songs, die ich vor 4 Jahren geschrieben habe, sind da plötzlich gespielt mit all der Energie und der Erfahrung, die ich eben durch dieses wahnsinnige viele Live-Spielen eben für mich entdeckt habe. Und dann war das Ganze alles wieder eine super Fügung. Aber das hat es auch gebraucht. Und tatsächlich war es echt sinnkrisenbehaftet, die ganze Situation. Und auch diese existenziellen Ängste, die da hochkamen, dass man denkt, nach 6, 7, 8 Produzenten, die mir abgesagt haben, wer hilft dir denn jetzt noch so? Wie kommst du denn aus diesem Schlamassel wieder raus? Das war dann zum Glück Andreas Herbig.